Gollum, 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 Gollum. Dieses Spiel hier wurde im Vorfeld komplett zerrissen. Mechanik zu altbacken, Grafik nicht mehr zeitgemäß und hässlich und dann natürlich das Design von Gollum, das die Fans überhaupt nicht ansprechend fanden. Es wurde also wirklich von allen Seiten komplett zerrissen. Das Spiel wurde mehrfach verschoben, aber heute ist es endlich soweit. Heute bekommen wir Herr der Ringe Gollum. Die Geschichte von Gollum, eine vergessene Geschichte, eine verloren gegangene Geschichte. An sich finde ich die Idee sehr, sehr interessant. Und ich bin auch ein großer Fan von Herr der Ringe. Mittelerde, egal ob 1 oder 2, gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Daran wird Gollum natürlich nicht rankommen. Ich will es auch gar nicht vergleichen. Aber schade, dass wir jetzt endlich mal wieder ein Spiel im Universum von Herr der Ringe bekommen. Und es anscheinend so ein großer, mega fetter Flop sein soll. Ich habe mir das Spiel selbst gekauft, es ist keine Werbung, ich habe 60 Euro dafür ausgegeben und wir werden heute mal genauer hinschauen und gucken, ob Gollum wirklich so kacke ist und ob es sich für die Fans da draußen lohnt, da sein Geld hinein zu investieren. Neues Spiel, auf geht's, bewerten, kommentieren, eure Meinung zu Gollum, zu diesem Spiel bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr interessiert, auf geht's. Ohne mich sind Augen wertlose Steine. Kopf ohne Laune, Fuß ohne Eile. Tod kann nicht schrecken, Zeit sich nicht strecken. Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften. Nichts kannst du bestaunen ohne mich. Aber es waren keine Rosen, mein Schatz. Keine Rosen. Lilien. Keine Lilien. Keine Rosen. Was war's denn, mein Schatz? Ich wette euren kleinen Spott. Still. Da kommt jemand. Ein alter Mann mit Stock und Hut und einem Käfig auf dem Rücken. Wir hätten wohl einen Wagen für euch. Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich. Das Geschöpf ist verloren. Wollen wir mal sehen, wie er auf Licht reagiert. Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand. Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern. Mein Volk wird allmählich unruhig. Wir können diesem Übel kein Obdach bieten, Gandalf. Wir glauben, er war zuvor in Mordor. Das habe ich befürchtet. Ich frage mich, was er sich dort erhoffte. Lasst uns allein. Ich will hören, was er zu sagen hat. Warum beginnen wir nicht mit deinem Namen? Gollum, Gollum. Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben. Nun gut, versuchen wir es mit dem Namen eines anderen. Bilbo Beutlin. Ja, du erinnerst dich. Er fand dich vor mehr als 60 Jahren tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges. Er nahm dir etwas weg. Einen Ring. Mein Schatz. Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen, bist die Hänge hinabgeschlichen, immer auf der Hut vor dem Mond.
Du folgtest dem Hobbit den ganzen Weg nach Osten zum einsamen Berg. Aber dann bist du nach Süden abgekehrt. Warum? Etwas muss dich angelockt haben. Eine Stimme aus dem Land der Schatten. Lasst uns allein! Im Traum flüsterte sie deinen Namen. Nicht zuhören! Also noch einmal. Wie lautet dein Name? Smeargol. Sehr gut, Smeargol. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Kapitel 1. Der Geist. Alright. So sieht das Spiel aus. Das ist die Grafik. Wir sind in-game. Nichts. Nichts. Ich muss wieder hungrig zurück. Verflucht sei dieses Land. Verflucht, verflucht. Wir spielen hier morgen auf der PlayStation 5. Morgen finden wir was. Die Steuerung ist schon sehr, sehr schwammig und auch die Bewegungsschärfe kann man nicht ein- oder ausstellen. Bei der PC-Version möglicherweise, ich weiß es nicht. Wir hassen dieses Land. Hassen es. Ah, so. Okay. Okay, sprinten. Und dann X, aber davor erstmal. So, jetzt. So eine Art Doppelsprung. Okay, es wird wahrscheinlich sehr viel mit Klettern und Stealth-Mechaniken zu tun haben. Und wieder hinauf. Denn man muss ja bedenken, Gollum ist kein Kämpfer, ne? Er ist jetzt nicht unbedingt jemand, der dazu bekannt ist, große Schlachten zu führen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt irgendwie mit den Orks regelrecht prügelt, sondern das wird alles Stealth, Hinterrücks, Gegner möglichst aus dem Weg gehen und wenn töten, dann halt aus den Schatten oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln. In Schattengebirge. Da hast du dich versteckt. Nicht fragen. Warum stellt es uns Fragen? Warum? Du weißt warum. Der alte Smeargol. So, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Also im Moment bin ich einfach mal unvoreingenommen, so gut es geht, und schau es mir einfach mal an. Oh, das wird nichts. Und ich bin tot. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist so ein bisschen wie... Der weite Sprung, mein Schatz. Komm, wie verzögert. Wir haben es schon oft geschafft. Ist so ein bisschen wie verzögert, aber es geht. Ja, es geht. Also mit den Orks gesprochen. Niemals. Aber wir haben scharfe Ohren und wir lauschen. Die alten Orkse. Okay, hier kann man hoch. Ich,
Ich weiß nicht, es gibt anscheinend Sammelobjekte. Und das Auge. Es sieht alles. Okay. Alright, Gollum. Bleib fit. Also ja, die Grafik finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Wenn der Rest stimmt, könnte ich mit der Grafik auf jeden Fall leben. Ist jetzt kein Mega-Brett, wo ich sagen würde, boah, sieht das geil aus. Aber es ist in Ordnung. Es geht vollkommen klar, finde ich. Aber da hat man so eine mega geile... Hat man so eine mega geile Lizenz, ne? Und ich frage mich, warum werden da nicht mehr Spiele gemacht? Mit Star Wars hat man ja langsam endlich realisiert, oh, damit kann man Geld verdienen. Aber Herr der Ringe ist doch auf demselben Niveau. Du musst doch einmal Freunde gehabt haben. Eine Familie. Sie haben uns verstoßen. Verflucht sollen sie sein, verflucht! Es war unser Geburtstag. Ja, das war es. Dein Geburtstag? Vielleicht hilft sie uns ja. Die große Spinne. Vielleicht. Wir haben ihr Viecher zu fressen gebracht, ja. Und knusprige Ochse. Aber die mag sie nicht besonders. Ein netter Freund, was, mein Schatz? Jetzt trickst du uns nicht mehr aus, hm? Nein, nein, jetzt nicht mehr. Und Gollum ist ja auch eine coole Figur. So. Ich finde den schon interessant, da kann man schon was draus bauen. Okay, warte mal, wo muss ich hin? Was, hier drüben? Und wenn sie nicht glücklich ist, was macht sie dann, mein Lieber? Wickelt uns ein wie Spindeln. Nein, nicht durch ihre Tunnel. Noch nicht. Müssen ihr was Besseres bringen als Ochse. Du hast die Höhle also nie verlassen? Niemals. Und niemand hat dich je gesehen? Nein, niemand. Naja, jemand hat mich gesehen. Krassiger Vogel. Er sieht uns. Er spioniert uns nach. Fang ihn. Dreh ihm den Hals um. Ach, man kann auch an der Wand entlang rennen. Alter Gollum. Alte Maschine. Ja, die Texturen sind auch irgendwie ein bisschen matschig. Ah. Okay, warte, hier brauche ich Sprint. Ran. Schwupps. Oh Mann. Oh, komm schon, Kumpel. Dreckiger Spion. Er wird uns an die Geister verraten. Okay, wo? Hier drüben! Jage den Spion! Fisch und Fleisch, oder was ist das hier? Nee, das sind irgendwelche Fischköpfe, ne? Kleiner Spion! Quetsch ihn! Ja, quetsch den Schwätzer! Und dann fressen wir ihn! Okay, Gollum, wie, wo, was? Ach, hier. Hier geht's weiter.
Kannst du hier ran? Ja. Er lebt noch. Natürlich liegt er noch, du Trottel. Haben sie dich in der Kiste gezüchtet? Die hohe Frau hat ihm nur einen süßen kleinen Kuss gegeben. Vorsichtig. Nicht so hastig. Ochs dürfen uns nicht sehen. Da siehst du, direkt auf seinen Hals. Hat ihn geküsst, Herr. Hat ihn wohl vergessen, sonst hätte sie ihn schon in ihre Speisekammer gegeben. Alter, dieser Vogel ist verdammt schnell. Oh, wow, 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 wow. What? Okay, und schon bist du wieder weg. Ich hab die gar nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen, dass da irgend... Oh nein. Oh, die Checkpoints sind fies. Okay, wo standen die? Die standen irgendwo hinter mir unten so ein bisschen im Verschlag, ne? Natürlich lebt er noch, du Trottel. Haben sie dich in der Kiste gezüchtet? Die hohe Frau hat ihm einen süßen kleinen Kuss gegeben. So, warte hier durch. Vorsichtig. Nicht so hastig. Auch das dürfen uns nicht sehen. Da siehst du direkt auf seinem Wo? Okay, stehen die da unten? Hey, wie komme ich an denen vorbei? Irgendeine Idee? Durchrennen? Ja. Ja, so viel zum Thema, niemand hat dich gesehen. Agent Gollum, du wurdest verdammt oft gesehen. Nach Mordor. Wir haben die Wolken nie verlassen. Warum fragt es uns? Der Spion. Zwei von ihnen. Zwei kleine Schwätzer. Melde es einfach. Luke Burtz wird wissen, was zu tun ist. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind... Du darfst sie nicht verlieren. Okay. Aber es sind zwei. Sie werden es ihm sagen. Dann weiß er alles. Aber es sind zwei. Folg ihnen. Aber leise. Bleib in den Schatten. Was ist mit dem Vogel? Vergiss den Vogel. Ich sag dir, es war der Kleine. Kankras Spinnenfreund.
ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich dachte, die hohe Frau hätte ihn erledigt. Halt besser die Schnauze. Das gibt bloß Ärger. Und dann schicken sie ihre Bluthunde. Und das ist nie lustig. Okay, mein erster Mord. Wer ist da? Was glaubst du denn? Hier auf! Sie haben dich also nie gefangen. Bleib an ihnen dran, Warum Schatz. Hast du dann Folterspuren an den Händen? Okay, wir müssen jetzt einfach weitergehen. Sie könnte uns helfen. Da ist was am Rudeln. Sogar die Kreischer sind raus und fliegen. Eigentlich finde ich, Mordor ist echt immer eine sehr interessante Location. Hä? Ja, die Spinne könnte helfen. Erst locken wir sie in ihre Netze und dann... Krieg, das ist, was brodelt. Die Leute an hoher Stelle werden nervös. Okay, sie sind schon ziemlich dämlich. Muss man schon sagen. Es sind dumme Jungs. Es sind Orks. Obwohl, Orks sind gar nicht so doof. Orks werden ziemlich oft abgetan als Idioten. Sind sie aber nicht. Sie entkommen uns. Ich wollte nur mal gucken. Was? Ich wollte nur mal kurz nach links und rechts gucken, Spiel. Ich hasse diesen Tunnel. Die andere Leuchte ist wieder aus. Jemand sollte dieses Monster erschlagen. Hier nicht weit sein. Nimm den. Ja. Das ist lästig. Alter Gollum, du Maschine. Okay, er kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. Diese verdammten Helme, ne? Helme sind die ultimative Waffe. Das gefällt mir nicht. Zieh auf die Laterne. Auf das Licht. Hörst du das? Nochmal. Fummelsteuerung. So, jetzt. Okay, es gibt ein Karma-System. Du kannst entweder Gollums Weg gehen oder Smeargol. Ha. Ich bin Gollum. Töte ihn. Zerquetsch ihn. Friss ihn. Aber es ist niemand hier. Keiner zu sehen. Nur noch ein bisschen... Ähm.
Aber jetzt muss ich ihn hier noch wirklich überzeugen mit Argumenten. Na, das ist ganz cool. Probieren wir das hier. Und was ist mit den Schreien, hä? Die sind immer in der Nähe. Nein, nicht die Geister. Schreckliche Geister mit Flügeln. Sie machen uns zu blassen kleinen Flammen. Nicht die Geister, mein Schatz. Nein. Hau drauf. Zerquetsch ihn. Schluck ihn runter. Gollum hat den Streit gewonnen. Ah, der Nazgul ist schon ganz cool. Gut, gut. Gollum kann keine Orks töten, die einen Helm tragen. Wie lange steht das jetzt? Für immer und ewig? Es wäre sehr, sehr unangenehm. So, das da drüben war also die Essensanzeige, verstehe. Und jetzt bin ich wieder fit. Intuition. Die Geister. Und wenn ich hier lang gehe, sterbe ich? Nö, ist auch nur ein Weg. Nicht hier lang. Ach so. Ich dachte, hier wird es auch weitergehen, aber nee, die Intuition führt mich nur wieder zurück. Also, wir haben Steine zum Werfen und Pilze zum Fressen. Und Geister. Die Frage ist, wird es auch irgendwelche Upgrades geben? Warte, hier lang, oder? Jetzt habe ich ein Problem. Na gut, ich kann nur hier lang. Oder wie soll ich an denen hier vorbei, hä? Huh? Hat er mich gesehen? Oh, jetzt sind es drei.
sieh mich an. Sieh mich an! Sie brachten dich zu ihm, nicht wahr? Zum dunklen Herrn! Was hast du ihm erzählt? Was hast du Sauron erzählt? Der Ring! Was hast du ihm erzählt? Gar nichts! Gar nichts! Wir schwören's! Wir schwören's! Sag's ihnen nicht, Schatz! Beutlin hat ihn! Beutlin aus dem Auenland! Er weiß es also. Nicht verlieren! Sei still! Du bringst uns noch alle um! Nette Menschen helfen uns, ja? Ich brauche einen Wagen. Über die Brücke. Durch das Tor. Er nicht. Es ist taub, nicht wahr? Ich sagte, Schnauze! So. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel bis jetzt halten soll. Also von der Technik her, von der Grafik her, von der Steuerung her, ist es echt nicht erste Sahne. Aber ich finde die Story gar nicht so schlecht. Also das haben sie auf jeden Fall ganz solide umgesetzt. Bis jetzt zumindest. Gollum geht eigentlich vom Aussehen. Aber auch die anderen Charaktere sehen halt hoffnungslos veraltet aus. Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Engine verwendet haben.
Aber das ist halt wirklich irgendwie PlayStation 3 Niveau, ja? Das ist PlayStation 3 Niveau, zumindest was die Charaktere angeht. Vielleicht nicht, was Licht und Co. angeht. Da würde die PlayStation 3 ein bisschen schwitzen, obwohl, wenn man sich Uncharted anguckt, ne? Wie gut das aussieht auf einer PlayStation 3 noch. Ja, also ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.